Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Cat Goes Fishing. Letztes Mal sind wir daran gescheitert, einen Hai zu fangen. Ihr habt mir allerdings in die Kommentare geschrieben, wie das richtig geht. Allerdings werden wir zuerst heute uns darum kümmern, einen Red Skittler zu fangen, woran ich letztes Mal verzweifelt bin. Und diesmal wird's vielleicht besser. Viel Spaß! Oder muss ich jetzt wieder alle Skittler angeln, bis ich den richtigen erwische? Och nein, ich habe gar keine Lust mehr. Vielleicht kommen ja auch ganz andere Fische hier. Guck mal, der Fisch war davor nie hier oben. Was? Ah ne, 5000, ich habe gerade gedacht. Was soll denn das heißen? Und irgendwie die Kingfischer haben immer noch keinen Nachfolger gefunden, so wie es aussieht. Komm schon. Oh, ein roter Skittler. Nein. Nein! Nein! Leute, ich bring mich um. Ich hasse mein Leben. Es war... Ach nein. Um Gottes Willen. Wo bist du? Das gibt Rache. Es gibt Skittler-Rache. Er ist nirgends. Wo ist er denn? Ach, da unten sind nur die... Aber es kann sein, dass alles näher gekommen ist in der Theorie. Warte, okay, dann werfen wir nochmal einen langen raus. Obwohl, da ist der Hai. Hier. Du wirst jetzt mit einer Rakete befördert, weil ich KB mehr hab. Oh. Ich hab schon... Okay, da wirst du von deinem Dings gegessen. Ich hab keine Ahnung mehr, wie ich werfen musste, um tief zu... Da hinten ist aber auch ein Skittler. Aber dafür muss ich ultra weit werfen. Aber es geht ja in der Theorie. Ich kann ja... Oh, ich bin aber stärker geworden, oder? Die Leine reißt gar nicht mehr. Ich kann alles machen, was ich will. Ich kann ja, wenn ich richtig werfen würde, dann kann ich ja in der Theorie so weit. Nee? Oh, das sah richtig aus. Oh, was ist das für ein Fisch? Der ist neu. Ich hoffe, du bist cooler als der Skittlerfisch. Weil sonst werde ich wütend. Oh, und die ganzen Tiefseefische sind anscheinend jetzt auch näher. Okay, aber erstmal konzentrieren, dass wir den einfangen. Es sollte möglich sein. Die Laisreine darf nicht zu rot werden. Ja. Oh, 6000. Versuchen wir es einfach nochmal mit einer Rakete. Oh, das sieht schon mal besser aus. Ach. Oh, was war denn das? Kann ich den angeln? Vielleicht mit der neuen Angel? Vielleicht kann ich mit der neuen Angel Sharks etc. unter Kontrolle halten? Oh, okay. Ich hab's unten drunter geschafft. Oh, da unten ist auch der Hai. Oh, da komme ich nicht ran. Doch! Ah! Für einen Shark muss ich ein lebendes Ding bekommen. Dafür muss ich einen großen lebenden haben. Das ist ein Red Skittler. Davon muss ich aber alles aus dem Weg räumen, was da im Weg ist. Ist hier irgendwas im Weg? Ich sehe gerade nichts, aber es heißt nichts. Das heißt nur, dass gleich irgendwas auftaucht und meine Träume zerstört. Ui. Ui. Oh, okay. Nur noch ein roter und ein gelber. Ich wette, gleich spawnt wieder ein Shark. Oh nein, hier ist irgendein anderer Fisch gespawnt. Oh, den können wir ja kurz angeln. Oh nee, das wäre richtig gut, wenn die Angel reißt. Ja, sehr gut. Obwohl, nee, jetzt ist er ja wieder da. Oh, komm schon. Okay. Ein gelber, brauche ich nicht. Wo ist der rote? Okay, der rote ist ganz allein. Und er wird jetzt ungefähr hier sein. Was? Warum hat er nicht angebissen? Okay. Roter, wo bist du? Okay. Durch die Mitte. Weh, da oben ist einer. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Oh, nach all den Jahren. Nach all den Jahren. Habe ich es geschafft. Mein Boot ist voll. Oh. Damit habe ich ja eigentlich das Spiel durchgespielt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warum steht hier jetzt nicht Ende? Warum kommen keine Credits? Zell. Oh. Was ist ein Leofisch? Ich muss einen Leofisch fangen. Ich nehme an, ein Leofisch wird was Medium-mäßiges sein. Einen, den ich noch nie gefangen habe. Oh Gott, exotisch. Heißt er selten. Das heißt doch exotische Ude. Oh, warte. Zack. Holen wir uns direkt einen großen Köder. So, und jetzt muss ich einfach mal... was ich nicht schaffe. Einfach mal... Oh, sehr gut. Weit werfen. Ich brauche so einen lilanen Fisch. Der ist nicht lila. Der ist ultra viel wert. Den nehmen wir trotzdem. Mit dem könnte ich den Shark versuchen zu fangen. Aber ich glaube nicht, dass ich stark genug bin. Oder will ich es riskieren? Will ich es überhaupt riskieren? Nee, ich will es nicht riskieren.
Ich muss sagen, der war irgendwie 9000 wert, das ist auch mehr als genug. Ein Shark wäre natürlich ultra cool, aber ich glaube nicht, dass ein größerer Fisch mich stärker macht. Wäre irgendwie unlogisch. Ah, 6000 war dann nur wert. Okay, dann hat es sich gar nicht gelohnt. Hui! Oh, oh, nein! Nein, komm her, komm her, komm schon. Du willst ihn, du willst ihn, du willst ihn. Ja, du willst ihn. Oh, er wollte ihn. Oh Gott sei Dank, oh Gott sei Dank. Nicht brechen, nicht brechen, nicht brechen. Leofisch, Quest completed. Ja. Ah. Machen wir uns das Schiff noch voll. Ah, der ist, glaube ich, ganz gut. Kann ich mir vorstellen. Nur der Hai? Ne, der Hai hat sich nicht mehr für interessiert. Okay, okay, das ist jetzt die Bestätigung, dass der Hai nicht die Großen ist, sondern ich einfach nur stärker werden muss. Hallo? Hallo? Okay, jetzt wehrt er sich nicht mehr. Der ist aber lang durchgedreht. Okay, oh Gottes Willen. Immer wenn diese großen Sachen angeschwommen bekomme ich erstmal einen Haien Angst, Leute. So. Zack, 11.000. Ich glaube, das Boot ist... Ne, wir können sogar noch eine große Sache fangen. Wir wollen ja möglichst große Ausbeute haben, Leute. Oh, eigentlich wollte ich die nicht, aber du willst ja irgendwie immer geangelt werden. Bei dir muss man ja irgendwie nichts tun. Your boat is full. Okay, jetzt bin ich voll. Your boat is full, Leute. Jetzt bin ich echt gespannt. Sell. Wir könnten uns ein besseres Boot kaufen. Oh, es gibt Hüte. Increase maximum active quests. Achso, ich habe auch gar nicht die neue Quest angenommen. Aber ich würde sagen, die gönnen wir uns. Damit sehen wir doch schick aus. Und wir können uns sogar noch eine bessere Angel leisten. Und da werde ich jetzt wissen, was... Oh nein. Okay, die kann standardmäßig schon mal weiterwerfen. Könnte ich diese... Achso, das ist auch noch gar nicht... Unsere neue Angel ist ja gar nicht geupgradet. Und genau deswegen war ich nochmal einkaufen, damit wir uns alle Upgrades direkt kaufen können. Es ist jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen. Ich bin jetzt in einem anderen Tag. Und wir können in die Angel ein paar Upgrades reinhauen. Cast-Finesse haben wir schon, das ist sehr wichtig. Das andere sehr wichtige für die Angel ist natürlich Baitguard. Das war bis jetzt irgendwie das Wichtigste immer. Dann hätte ich auch gerne Scouting drin, weil mit Scouting kann ich noch schauen, was los ist. Und das wird nicht direkt eingesogen. Das ist natürlich interessant. Retract. Ah, oh, das ist dafür da, wenn die Schnur reißt, dann wird schneller eingezogen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Mega-Ding. Increase Reeling Speed des Stacks. Gauk ist natürlich noch gut. Und hier habe ich jetzt auch Bomben. Detonate Bomb Early by Right-Clicking. Das hört sich auch ultra gut an. Und hier, dass die es schneller sinkt, ist halt auch richtig gut. Aber hier kann ich auch 5 Bomben stacken. Und wenn ich die dann gezielt zünden kann, kann ich damit ja richtig viel Zeug umgehen. Das ist eigentlich auch echt gut. Damit kann ich halt echt gezielt angeln. Okay, ich werde auf jeden Fall trotz allem Diving-Dings zweimal auf jeden Fall reinhauen. Und dann werde ich jetzt, glaube ich, entscheiden, dass ich die... Ich will die an Hai fangen. Mein Ziel ist, ein Hai zu fangen. Deswegen packe ich da noch einmal hier Stärke rein. Und dann den Detonator. Okay, okay, okay. So, wir haben unsere Angel geupgradet, Leute. Wie gesagt, es ist ein anderer Tag. Bedeutet, ich weiß jetzt, was ihr in die Kommentare geschrieben habt, wie ich einen Hai fangen kann. Und das ist eigentlich recht simpel. Ich hab gedacht, ich hätte das zwischendrin ausprobiert. Aber ich habe jetzt auch das ganze andere Zeug geschnitten. Ich habe das nie ausprobiert. Und zwar brauche ich erstmal natürlich einen größeren Köder. Na, nicht abhauen. Dann brauche ich einen Haken. Ich fahre auch mal ganz nach links, weil der Hai ist ja recht weit vorne, weil da hinten ist ein anderer großer Fisch. Und dann packe ich da ebenfalls eine Bombe ran, einen größeren... Oh nein, der Wurf war echt nicht gut. Right-Click zu Detonate habe ich gemacht. Nee, dich will ich nicht fangen. Jetzt muss ich nur auf die richtige Höhe... Ach, komm schon. Was ist das? Hä? Ich kann auch Müll fangen. Ich will nur nicht, dass es jetzt abgewissen wird. Hä? Ach, ich habe einen neuen Hut. Okay. Stackbare Rod Upgrades sind free. Also, ach, kosten kein Geld. Ja gut, aber ich werde erstmal bei meiner Baseball Cap bleiben. Ah, dafür habe ich jetzt auch Geld bekommen stattdessen. Denn, die Sache ist, Geld ist da eher weniger das Problem, sondern eher, wie viele Slots man hat. Und da habe ich lieber 3 aktive Quests gleichzeitig und bin glücklich damit. Also, wir kommen nochmal zur Hai-Geschichte. Für den Hai brauchen wir am besten dich, ja, die größer als Köder. Dann haben wir das Ding,
Dann machen wir da einen Haken dran. Und eine. Ja, benutzen wir einfach eine Rakete. Ich fahre mal ganz nach links und dann. Ja, wenn wir mit der Rakete ganz normal werfen, dürfen wir ja weit genug kommen. Und die Sache ist jetzt. Nein. Du bist zu groß. Ich brauche irgendwas Mittleres, was anbeißt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Und am besten irgendwas, was sich auch wehrt. Genau. Auf Haihöhe. Da. Jetzt muss der Hai in den lebenden Köder beißen. Nein, du darfst aber nicht von irgendwas. Nein. Das ist falsch. Das ist falsch. Er muss sich wehren, damit er auf dieser Höhe bleibt. Komm schon, Hai. Komm schon. Ja. Nein, warum schwimmst du nach oben? Dummer Hai. Nein, Fisch. Ich habe nicht Linksklick gedrückt, Leute. Der Fisch hat sich von alleine geangelt. Hä? Also ich habe kein einziges. Ja, ihr hört's ja, wenn ich Linksklick drücke, dann machst du immer so. Und ich habe. Der Fisch ist einfach vom Hai weggeschwommen und jetzt habe ich wieder 5000 verschwendet. Sel, okay, versuchen wir es einfach nochmal. Wir haben jetzt auf jeden Fall Geld für ein paar Versuche. Das ist kein Problem. So. Ich brauche einmal dich als Köder. Sehr gut. Dann brauche ich den Haken. Und jetzt muss ich dich werfen. Ja, das ist weit genug auf jeden Fall. Und jetzt muss ich einen Fisch fangen, der nicht freiwillig zu mir nach oben kommt. Du bist gut. Du musst jetzt auf Haihöhe. Da muss der Hai an dir anbeißen. Und dann muss ich dich angeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Das dürfte Haihöhe sein, oder? Ja. Okay. Und ja, ich habe ihn an der Angel. Oh Gott. Ich nehme an, der Hai kann von nichts anderem gefressen werden. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass die Angel nicht reißt. Okay, er zieht. Kann ich mitleben? Okay, nein. Kann ich nicht. Hör doch auf. Ich habe Angst, was auch immer da unten ist. Am Ende wirst du doch von irgendwas noch Größerem gegessen. Ich sehe die Leine nicht mehr. Ich habe nur noch die Geräusche. Okay. Was war das? Okay, ein Gewitter. Da unten gibt es auch diese großen Fische. Oh nein! Ach Mann. Es gewittert jetzt. Es ist Nacht geworden. Und ich. Ach, deswegen habe ich auch weiter oben nichts gesehen. Ah. Okay. Oh, das ist aber ungünstig, dass gerade jetzt Nacht geworden ist. Okay, bei Nacht gibt es keine kleinen Fische. Das haben wir ja gelernt. Ich guck mal in den Shop. Ja, jetzt können wir den anderen Hut. Ach, den kann man nur angeln. Haben wir irgendwelche neuen Upgrades? Crankbait. Fishes ignore small baits unless you reel. Also solange ich es nicht einziehe. Also bei, oder? War das real? Ah, aber das klingt eigentlich auch echt gut. Kann ich mir es leisten? Ja, habe ich mir mal geholt. Dann würde ich sagen, warten wir bis zum nächsten Tag. Hey, vielleicht schaffen wir es heute einen Hai zu fangen. Ui, dafür bräuchte ich erstmal kleine Fische. So, dann muss ich den upgraden damit. Dann nehme ich aber diesmal auch eine Bombe mit. Und hoffe einfach, dass der... Oh nein, viel zu kurz. Oder? Oh, das ist aber diesmal praktisch gewesen, dass ich die Bombe dabei hatte. So, und jetzt müsste ich... Ah, ich komme nicht. Oh doch, es muss ja irgendwas anbeißen, was ich wert. Kannst du dich mal... Ach, ich muss... Nee, hallo? Hallo, warum beißt es... Ja, hallo? Du wehrst dich nicht, oder? Oh nein, es wehrt sich nicht. Ich brauche irgendwas, was ich wert, aber nicht ultra groß ist, sondern nur medium groß. Bewerbungen werden angenommen. Hallo? Hier, Queen. So. Hi. Okay. Einfach konzentrieren. Komm schon. Ja. Jetzt kann ich ziehen. Jetzt muss ich... Ah, tippen. Kann ich den überhaupt fangen? Oh Gott, das war ein anderer Fisch. Okay. Oh, das sieht gut aus. Ich komme aber ein Stück höher, oder? Jetzt wäre das nicht wieder. Jetzt bin ich irgendwie wieder ganz unten. Jetzt bin ich aber weiter oben gewesen. Okay. Ich halte ihn hier. Ich bin wieder ein Stück weiter oben. Es darf nicht reißen. Ich weiß, es gibt den einfachen Modus. Paar haben geschrieben auch, hey, komm, spiel doch den Modus, wo die blöde Schnur nicht reißen kann. Aber dann ist ja too easy.
64.000 ist der Wert. Ja! Das war auf jeden Fall irgendwas, also das war auf jeden Fall etwas, was ich unbedingt noch schaffen wollte. So Spello, Illumina und Primble. Das sind Dinger, die wir fangen. Ja, hallo, ich wollte eigentlich hier gucken. Ich nehme an, das sind Medium-Dinger. Hoffentlich. Lumia, Spello. Oh, warte, was war das letzte? Und Primble. Der Primble ist Müll, welches nah an den Klippen zu finden ist. Wenn er gefangen wird, wird er instantly dives, aber wird disorientated, wenn exposed to the extreme pressure. Ah, okay, also müssen wir den unter Druck setzen. Der Lumina ist dieser Leuchtefisch im tiefen Ozean. Und der Spello ist ein cleverer Fisch, der andere Fische untersucht, also inspected. Und sie harassen schools of skitter. Also die roten Dinger. Hier, warte, da hatten wir doch ganz rechts welche. Vielleicht finden wir ja da so einen schlauen Fisch. Oder war hier nicht Skitter irgendwo? Skitter, ah, da sind Skitters auf jeden Fall. Jetzt halt nur die Frage, wie der Fisch dann aussieht. Ui, Fisch. Ich glaube, dann ist unser neues Ziel, einfach so weit wie möglich nach rechts zu werfen. Und das muss ich ja eigentlich mit dieser Technik... Kann ich denn wechseln, die Angel? Technik machen zum Weitwerfen. Nein, das war falsch. Wie geht das? Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich das als mache. Oh, da ist er wieder. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, ich habe... Bist du der Fisch? Du darfst natürlich jetzt nicht zerbissen werden. Das ist das große Problem. Da liegt aber auch nur ein Hindernis dazwischen. Und das sind die beiden. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nee, du bist ein Scissor. Nein! Und ich habe dich aus Versehen zum Köder gemacht. Sowieso, okay. Aber du warst eh falsch. Und so viel wert warst du nicht. Ich hätte halt gerne den Leuchtefisch. Aber ich glaube nicht, dass ich den hier irgendwo erreiche, oder? Nee. Oh doch, da wäre. Er müsste nur ein bisschen hochschwimmen. Komm schon. Ja, ich habe ihn. Okay, er darf nicht zerbissen werden. Ist die Challenge. Gehen wir mal hier rüber. Oh, der Fisch, der außer Kontrolle ist. Okay, okay. Okay, das sieht gut aus. Wir haben einen. Oh, und der ist 12.000 wert. Ich darf es nur nicht wieder verkacken und ihn aus Versehen ins Wasser werfen. Okay, okay, dann haben wir die Quest auch erfüllt. Ein Brimbler, ein Brimble und ein Spello brauchen wir dann nur noch. Also nur noch die zwei, die ich nie gesehen habe. Das sollte doch kein Problem sein, oder? Oh, neuer Fisch. Ein Baby-Scissor. Oh, ist der viel wert. Ach, das war so eine kleine Form von einem Scissor. Den haben wir auch davor gefangen. Aber irgendwie war der Baby-Scissor mehr wert. Kann das sein? Sell. Nein, nicht fangen. Sell. Hab ich viel Geld bekommen. Und wir haben eine neue... Ein Tiger Shark sollen wir fangen. Um Gottes Willen. Tiger Shark. Ihr habt mir geschrieben, dass es auch irgendeinen Fisch gibt. Und ich glaube, es war irgendwas anderes mit Shark. Oder war es Schwertfisch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der sich nur mit einem Kugelfisch fangen lässt. Und das ist eine Challenge. Der Tiger Shark. Es gibt hier, glaube ich, auch ein Boot, mit dem man weiter rausfahren kann. Das Luxury Boat. Und anscheinend gibt es später auch Lichter für unseren Köder. Aber anscheinend braucht das noch. Derzeit anscheinend nicht. Und das Boot, mit dem man weiter rausfahren kann, ist ja echt ultra teuer. Okay, wir müssen einen Tiger Shark fangen und einen Brimbler und Spello. Das wird auf jeden Fall eine Challenge. Aber es sollte ja eigentlich nicht unschaffbar sein. Wir werfen einfach mal ganz normal so einen Shark aus. Okay. Hier sind ja die Skitter. Im Prinzip sollte dieser Fisch, von dem geredet wurde, hier auch irgendwo sein. Aber... Oder rechts ist auf jeden Fall der Shark gewesen. Nee, das ist gar kein Shark. Okay, wir gehen einfach mal hier hin und hoffen, dass irgendwas anbeißt. Oh, ich würde dich gerne fangen. Aber du isst wahrscheinlich auch nur Lebendes, oder? Ich glaube... Hör, der wehrt sich ja nicht. Das ist ja lustig. Okay, wir haben diesen Fisch gefangen, vor dem ich immer Angst hatte und den unbedingt fangen wollte. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie viel der wert ist.
Weil so appetitlich sieht er ja nicht aus. So, okay, wie viel bist du wert? 14.000, das ist jetzt nicht ultra viel. Aber ich habe ein Achievement für bekommen. Immerhin etwas. Oh, das war ein super Wurf. Okay, da rechts war irgendein Fisch, den ich nicht gekannt habe. Den habe ich schon mal geangelt. Der ist es auf jeden Fall nicht. Der für dich habe ich schon. Du bist es nicht. Oh, oh. Okay. Aber der ist auf jeden Fall... Anscheinend kann ich den ganz normal angeln. Anscheinend brauche ich für den nur normalen Köder. Weil der hat die abgebissen. Der hat das ja nicht irgendwie in den Mund genommen. Ja gut. Dann wissen wir... Da! Da ist er! Und das Gitter! Warte, ist er jetzt temporär da? Wow, ist viel übrig hier eben von meinem Ding. Warte, wir müssen da unbedingt hin. Okay, okay. Ganz ruhig, Mordado. Du schaffst das. Wir müssen ein bisschen mehr nach links. Da ist er. Hier, hier. Nein, nein, nein. Komm zurück! Komm, komm doch zurück. Nein. Aber der bleibt jetzt hoffentlich da, oder? Nein, er ist weg. Oh nein, er ist weg. Oder ist hier noch ein zweiter? Oh. Mann, nein, 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 nicht abbeißen, danke. Oh nein, der ist doch viel wert! Ach Mann. Oh, okay, super Wurf. Vielleicht finde ich irgendwas Neues. Na, du bist nicht neu. Nein, 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 du bist nicht neu. Du bist auch nicht neu. Da ist er. Ja, nein, nicht abbeißen. Nein! Aber der, was ist das? Du bist auch neu. Jetzt will mir zwar niemand was von meinem Fisch übrig lassen, aber... Nein, komm schon. Nicht du auch noch. Aber immerhin, Leute. Ich habe die Krete. Ich krieg jetzt den Wiki-Eintrag. Ja, ja. Oh, der ist auch neu. Das ist so ein Mini-Hai. Der ist auch ultra cool. Der Fisch. Ich hätte ihn gern. Hier. Komm her. Mini-Hai. Nein, nicht du. Du bist der blöde Mini-Hai, den keiner mag. Warte. Ich fahr mal ganz schnell. Zack. Jetzt ist er weg. Wow. Naja, dann versuchen wir einfach nochmal mit Hilfe von einem Hook und hier der Rakete möglichst weit zu werfen und versuchen sogar diesen riesigen Fisch zu fangen. Ob der wirklich sich einfach so fangen lässt. Weil ich muss sagen, das mit dem Shark war schon echt spezifisch. Aber der geht ja easy. Du darfst nur nicht reißen. Oh Gott, der wehrt sich aber viel mehr. Oh Gott, das ist ja die Hölle. Hä? Hä? Ah, ja, 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 ja. Okay, jetzt wehrt er sich nicht mehr. Ausgepowert. Jetzt rastet er wieder. Oh nein. Ich darf nur ziehen, wenn er so... Er dreht so im Kreis, wie dieser eine Fisch. Muss man auch immer ziehen, wenn er gerade nach oben geht. Oh, komm, komm schon. Ja, 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 das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Okay, jetzt dreht er wieder durch. Hör doch auf! Oh Gott, die Leisreine. Komm schon. Okay. Ich will halt echt nicht, dass er loskommt. Ich habe ja eigentlich unendlich Zeit. Kein Grund zum Hetzen. Kein Grund zum Hetzen. Ich habe unendlich... Ich kann das ewig machen. Wer weiß, wie lange der Fisch das aushält. Okay, okay, okay. Nein! Ich bin enttäuscht. Aber das war's auch erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten Hochs und Tiefs und am Ende eine Niederlage gegen den Hai. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und bis nächstes Mal. Tschüss!